Hallo liebe Leute, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen YouTube-Film von mir. Ja, ich komme jetzt hier gerade vom Einkaufen zurück. Ich habe eine Kleinigkeit gekauft, ja, nicht viel. Und wollte jetzt in meine Wohnung rein. Und da will ich euch was zeigen. Das habe ich extra aufgebaut für euch. Und das habe ich auf dem Wohnzimmertisch schon vorbereitet. Und das ist ja dann so schön spannend, wenn wir hier reingehen und dann zeige ich euch das. Und so, durch diese Tür quasi und dann geht das los. Ja. So ist er. Oh nein! Der Schlüssel ist weg. Der ganze Schlüsselbund. Gott, wo hab ich den? Ich hatte. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jetzt komme ich doch überhaupt nicht in meine Wohnung hinein. Es darf doch nicht wahr sein. Was da alles dranhängt, was da für Schlüssel sind. Oh nein, ungeheure wichtige Schlüssel. Davon ist der Wohnungsschlüssel nur ein kleiner Teil. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Und die Post. Mal sehen, was in der Post. Ach Mensch, oh Mann. Vielleicht kann ich hier was. Ach, da ist ein Brief drin. Den kann ich so mit den Fingern rausholen. Von wem ist der denn? Ja. Ein anonymer Brief. Sowas. Tja. Also das sind ja Sachen. Soll ich jetzt nur mal? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal. Ich gehe einfach mal. Ach, erstmal kühlen Kopf bewahren. Ich weiß nicht. Ganzen Schlüssel verloren. Noch nie habe ich im Leben den Schlüssel verloren. Geschweige dann den Schlüssel, ein Schlüsselbund mit den wichtigsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Wei, oh, wei, oh, wei. Ich kann im Moment gar nicht klar denken. Ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Ach nein, nein, nein. So ein Elend. So ein Schicksal. Ach nee, nee, nee. Das ist doch furchtbar. Ja. Das ist doch ganz schlimm. Ja, und wo soll ich mich hinsetzen? Ich meine, wenn man nicht in seine Wohnung kommt, vielleicht hier. Ja, genau. Müsste ich mich so abstützen und dann müsste ich da so hochwuchten und dann könnte ich hier Platz nehmen. Das wäre ja ein Trost, dann säße ich wenigstens. Nee, keine Bank zu sehen. Nirgendwo. Nirgendwo eine Bank zu sehen. Ach, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was muss man manchmal ertragen und durchmachen? Das ist doch alles ganz fürchterlich. Ach, warum denn ich? Warum mir? Mir, 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 mir. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach. Die Blumen auf dem Feld, die haben keine Sorgen. Ach, Jemini. Das ist ja nun ganz fürchterlich. Eine Situation, wo man plötzlich ganz alleine da steht mit seinem Riesenproblem. Und dann auch noch nur so ein Objekt, so ein kleines Objekt. Wie ein Schlüsselbund, dass das einen so in eine Krise führen muss und kann. Eieieiei. Jetzt gehe ich erstmal ziellos umher. Ich weiß ja nicht, wo mir der Kopf steht. Ach, meine Güte. Es gibt ja Situationen. Ja, und dann dieser Brief, dieser anonyme Brief. Na gut, das ist vielleicht eine Werbung. Oh je, Mini. Das ist ja alles fürchterlich. Aber anonymer Brief so zugeklebt. Moment mal, da ist überhaupt kein Briefbogen drin. Da ist irgendwas drin, was man so fühlen kann. Was also.
viel dicker ist. Ist ja geheimnisvoll. Meine Güte. Ja, das kann ich mir jetzt nicht erklären. So etwas. Ich gehe diesen Pfad. Jetzt gehe ich auf diesem Pfad des Lebens. Dieser schmale Pfad. Manchmal so schmal, wenn man zum Beispiel seinen Schlüssel verloren hat. Oh. Ach. Ach. Eine Bank. Gott sei Dank. Oh. Uff. Erstmal verschnaufen. Ja. Puh, 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 puh. Oh ja. Oh. Nee, ich will erstmal nicht an den verlorenen Schlüssel denken. Und jetzt einfach mal diesen geheimnisvollen Briefumschlag auf. Ja, was sollte ich machen? Eins. Ja, was ist das denn? Das sind ja drei Lose, so Art drei Lose drin. Jetzt habe ich hier die drei Lose aufgemacht. Und was soll ich sagen? Hier stehen geheimnisvolle Texte drauf. Ich lese mal das erste vor. Die Selbsterkenntnis ist die Quelle allen Wissens, steht auf dem ersten Los. Ja, das stimmt, die Selbsterkenntnis. Besser auf seinen Schlüssel aufpassen zu sollen. Und dann haben wir hier, die Stille ist nicht auf den Gipfeln der Berge, der Lärm nicht auf den Märkten der Städte. Beides ist im Herzen der Menschen. Naja. Ah ja, klar. Ne? Den Lärm, den ich jetzt empfinde, wegen dem Besorgnis, wegen dem Schlüssel, der hat ja was mit dem Text zu tun. Und die Stille ist nicht auf den Gipfeln der Berge, die Stille, sondern alle Gefühlsregungen zu dem Herzen der Menschen. Vielleicht sollte ich mir das Ganze nicht so zu Herzen nehmen. Ich meine, schon anderen Leuten ist der Schlüssel mal abhandengekommen. Und das dritte, verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist keines da. Ja, das sollte mich stärken, denn es ist so, ich bin nicht der Einzige, dem das mal widerfahren ist. Es muss ja Wege geben, wieder zu einem glücklichen Leben zu finden, zurückzufinden, wenn man dann wieder seine Schlüssel hat. Aber durch dieses Tal muss ich hindurch. Aber ich will hoffnungsfroh sein. Und ich hoffe, dass ich euch bei meinem nächsten Film mehr erfreuen kann. Alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal. Überraschung, liebe Leute. Ja, ich will mich nochmal nach diesem Film melden, weil es ging mir eigentlich darum, etwas Lustiges zu zeigen und dann auch eben Sprüche euch mal präsentieren zu können auf eine Weise, die ja ummantelt ist von einer Story. Und ich muss euch gestehen, das mit dem Schlüssel und deswegen läuten jetzt auch die Glocken, war ein Fake. Ich habe den Schlüssel nicht verloren, aber so kam ein interessanter Film heraus. Und was der nächste Film ist, das weiß ich ja nicht. Aber wir werden es sehen. Alles Liebe und Gute. Macht's mal gut.